2017:49 Halbzeit-Fazit. Pause im zweiten Europacup-Finale zwischen S. Oliver Würzburg und Dinamo Sassari und es sieht gut aus für den deutschen Vertreter. Würzburg hat den 5-Punkte-Rückstand aus dem Hinspiel bereits aufgeholt und geht mit einer 46:41 Führung in die Kabine. Der Vorsprung hätte sogar etwas höher ausfallen können, die letzten 2 Minuten vor der Sirene gehörten aber den Italienern. Dennoch macht die Mannschaft von Dennis Wucherer hier einen sehr guten Job, ist mit hoher Intensität am Werk und voll auf Kurs, Geschichte zu schreiben. Bester Werfer der Franken ist bisher Skylar Bolin mit 11 Zählern, für Sassari haben Dusan Pierre und Jamie Smith je 10 Punkte verbucht. Gleich geht's weiter mit dem zweiten Durchgang in der Turnhölle, 2017:45 Ende 2. Viertel 1917:43 Dennis Wucherer hat seine Jungs nochmal zusammengetrommelt und bei der nächsten Auszeit ein paar Dinge angesprochen, die ihm nicht gefallen. Mit Erfolg. Erst netzt Koch von draußen ein, dann zieht Wels erfolgreich 1817:39 Die Italiener sind beeindruckt. In der wahnsinnig lauten S. Oliver Arena versteht man sein eigenes Wort nicht und Dusan Pierre setzt gleich mal einen Freiwurf aufs Metall. Die Würzburger Führung ist erstmals zweistellig 1617:35 schon sind es wieder 6 Punkte. Der Ball läuft vorne wieder besser bei den Franken und sowohl Cameron Wels als auch Skylar Bolin kriegen offene Würfe aus der Halbdistanz serviert. Auszeit Sassari, 1517:33 genau das richtige Zeichen. Mike Morrison steigt mal wieder in die Luft und prüft die Standhaftigkeit der Korbanlage. Wichtig, dass die Gastgeber die Führung halten und am Drücker bleiben. 1417:30 Dinamo Sassari ist auf einem 8:2 Lauf und bis auf einen Punkt dran, als Dennis Wucherer die Notbremse zieht und die erste Auszeit nimmt. Vor allem Rashon Thomas, der zuletzt 3-mal für die Gäste punkten konnte, müssen die Hausherren in den Griff kriegen. 1317:28 auf der Gegenseite gehen Würzburg die Optionen aus und Skylar Bolin muss mit auslaufender Uhr einen unmöglichen Dreier nehmen. Der fällt nicht, berührt aber gerade noch den Ring und Florian Koch schnappt sich die Kugel, die Sekunden später im Ring zappelt 1217:27, die Gäste starten besser ins zweite Viertel. Stefano Gentile hämmert den ersten Dreier ins Netz und bringt die Italiener auf 4 ran, 1117:23 beginnt 2. Viertel 1017:23 Viertelfazit. Starker Auftakt von S. Oliver Würzburg im zweiten Europacup-Endspiel gegen Dinamo Sassari. Die Franken gewinnen die ersten 10 Minuten mit 26:19 und haben damit den 5-Punkt-Rückstand aus dem Hinspiel bereits wettgemacht. Angetrieben vom frenetischen Publikum in der Turnhölle ist die Wucherer-Truppe auf den Punkt fokussiert, spielt mit hoher Intensität und hat vor allem offensiv einen guten Rhythmus. 1017:21 Ende 1. Viertel 1017:20 in der Würzburger Offense hakt es gerade gewaltig. Seit 3 Minuten sind die Franken ohne Punkt. Erst als Gabriel Olaseni das Leder aus kurzer Distanz in den Korb legt, darf die Halle mal wieder jubeln. 1917:17 erst etwas wilde Phase jetzt von den Hausherren. Erst verstopft sich Devin Oliver, dann setzt Cameron Wels einen verrückten Dreier an den Ring. Die Intensität tut dem Würzburger Spiel durchaus gut, aber sie dürfen es nicht übertreiben. 717:14 S. Oliver Würzburg spielt das bisher unheimlich konzentriert und vor allem in der Defense extrem fokussiert. Ben Oliver schnappt sich den Rebound, Skylar Bolin macht das Spiel schnell und Gabriel Olaseni verbucht die leichten Punkte. Auszeit Sassari, 617:11, da sagt man nicht nein. Devin Oliver wird bei einem schwierigen Dreier aus der Ecke von Jack Cooley gefoult und darf 3-mal an die Linie.
Der US-Amerikaner bedankt sich artig mit 3 Treffern und stellt auf 17:12,517:10 schon wieder, lässt Mike Morrison es krachen. Wenn der unter dem Korb ein paar Zentimeter Platz hat, dann ist da nichts mehr zu machen. Und bisher kriegen die Franken ihren Center vor allem über das Pick'n'Roll immer wieder gut in Position. 317:08. Jetzt ist auch Dinamo Sassari in der Partie angekommen. Angeführt von Jamie Smith, der bereits bei 5 Punkten steht, kommen die Gäste auf einen Zähler heran, bevor Devin Oliver von der Linie für den deutschen Club nachlegt. 217:05. Traumstart für die Gastgeber. Skylar Bullen und Devin Oliver netzten gleich mal von Downtown ein und bringen ihr Team mit 8:3 in Front. Besser hätte dieses Rückspiel nicht beginnen können für Würzburg. 117:03, was für ein Auftakt. Mike Morrison sichert den ersten Ballbesitz für die Hausherren und schließt diesen wenig später nach Zuspiel von Cameron Wells auch gleich mit einem krachenden Elio op Dank ab. Die Halle tobt schon nach 17 Sekunden. 117:01, auf geht's. Würzburg startet wie im Hinspiel mit Skylar Bohlen, Cameron Wells, Devin Oliver, Xavier Cooks und Mike Morrison. Den Gästen beginnen Jamie Smith, Tyrus McGee, Dyson Pierre, Rashon Thomas und Jack Cooley. 117:01, Spielbeginn 16:57. Langsam aber sicher wird es ernst in der mit 3140 Zuschauern natürlich restlos ausverkauften Turnhölle von Würzburg. Gut 100 italienische Fans haben ebenfalls den Weg in die Arena gefunden und sehen, wie sich beide Teams auf dem Parkett gerade ein letztes Mal kurz aufwärmen, bevor es gleich zur Sache geht. 40 Minuten alles oder nichts um den FIBA Europe Cup 2019. Würzburg oder Sassari, wer holt sich das Ding? 16:51. Der Fünfte der italienischen Liga hat im Hinspiel allerdings gezeigt, dass er Würzburg alles abverlangen wird. Kurz vor Schluss sah es sogar nach einem wesentlich deutlicheren Erfolg für Dinamo aus, ehe der Deutsche vertretet am Ende auf 5 Punkte verkürzen konnte. Am Wochenende konnten die Sarden mit einem 95:87 Heimsieg gegen Brescia nochmal Selbstvertrauen für das größte Spiel der Vereinsgeschichte tanken. 16:42. An der Bedeutung der Partie ließ Coach Dennis Wucherer keinen Zweifel. Es ist das größte Spiel vieler unserer Spieler und das größte Spiel der Club-Historie, stellte der 45-Jährige klar und sprach aus, was allen natürlich klar ist: Wir wollen den Pott unbedingt gewinnen. Tatsächlich wäre es für den Bundesligisten, der auch in der BBL noch Chancen auf die Playoffs hat, das Sahnehäubchen auf einer tollen Rückrunde. Im Europe Cup hatten die Franken in den K.O.-Duellen den russischen Vertreter Avtodor Saratov-Backenbers Aarhus aus Dänemark und zuletzt die Italiener von Pallacanestro Varese ausgeschaltet. Es wäre großartig, wenn wir uns mit dem Titel krönen könnten, sagte Wucherer vor dem Rückspiel gegen Sassari. 16:33 Alba Berlin, die BG Göttingen, der mitteldeutsche BC und die Frankfurt Skyliners haben es bisher geschafft, europäische Pokale nach Deutschland zu holen. Würzburg könnte die Geschichte heute fortsetzen und als 5. Team auf internationalem Parkett triumphieren. Und die Aussichten für die Franken sind gar nicht schlecht. Hinspiel auf Sardinien unterlag Würzburg nach guter Leistung zwar mit 84:89, hat damit aber vor heimischem Publikum noch alle Trümpfe in der Hand. 16:28. Herzlich willkommen, liebe Basketballfreunde, zum großen Showdown im FIBA Europe Cup. Oliver Würzburg hat heute die historische Chance auf den ersten internationalen Titel, wenn um 17 Uhr Dinamo Basket Sassari zum Finalrückspiel in der S. Oliver Arena gastiert. Punkt. Let's block it.